Dank meiner Kollegin Pani konnte ich heute an einem ganz besonderen Ereignis teilnehmen. Es wurde eine traditionelle Thai-Oper aufgeführt. Sie heißt Kon, ist sowas wie ein Nationalepos und jedes Jahr wird nur an ganz wenigen Tagen, manchmal nur zwei oder dreimal im Jahr, eine Episode aufgeführt. Es ist so ein Zwischending zwischen Oper, zwischen traditionellem Singspiel, zwischen Maskenspiel. Man kann es gar nicht so richtig beschreiben, es ist eben wirklich was typisch Thailändisches. Und heute war es natürlich ein ganz besonderes gesellschaftliches Highlight, weil die Prinzessin Sirin Thorn, sie war zuletzt vor einigen Wochen im Rahmen eines Deutschlandbesuches, unter anderem auch in der Akademie der Naturforscher Leopoldina in Halle an der Saale. Sie war heute großer Ehrengast und deswegen war hier also großes Bohai, das neue deutsche Superwort. Und was natürlich für uns Ausländer sehr putzig ist, wenn sie reinkommt, alles steht von den Plätzen auf und die Damen machen einen Hofknicks und die Herren verbeugen sich. Es ist schon was ganz anderes, als wenn Angela Merkel beispielsweise irgendwo hinkommt. Und, was man also auch noch dazu sagen muss, diese Thai-Oper, man sagt, im Programmheft steht sowas, es ist die Zusammenfassung der Literatur von klassischem Tanz, Musik, Handwerk und Kostümdesign. Und man muss natürlich dazu sagen, dass zu einigen Kostümen, dass sie fast ein bis zwei Jahre brauchen, um sie fertigzustellen. Und wenn man dann sieht, dass ungefähr 100 Leute, 120 Leute hier am Start sind, ist das schon ziemlich beeindruckend, auch wenn man vielleicht kein Opernfan und schon gar kein Thai-Opernfan in irgendeiner Form ist. Und was man vielleicht am Ende noch sagen sollte, die Musik ist durchaus gewöhnungsbedürftig, gerade für uns europäische Ohren, aber sie nach einiger Zeit verfehlt sie ihre Wirkung nicht. Und ich hoffe mal, dass Sie einen Eindruck bekommen von den nächsten Bildern, wobei ich dazu sagen muss, dass nur einige wenige aus dem Innenraum von mir stammen, denn die königlichen Leibwächter haben also verboten, irgendwelche Film- oder Fotoaufnahmen zu machen. Und deshalb muss ich also auf eine mir sofort zugesteckte DVD zurückgreifen. Also nur wenige Bilder aus dem Inneren sind von mir, aber genießen Sie es trotzdem ein bisschen.